Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich weiß nicht, warum ich mich so freue, aber es ist gut so. Da in der Ecke sehen wir den Foodcorn Park. Kurz an die Jungs von Foodflash, da habe ich mir die Idee geschnappt. Türkisches Streetfood soll es hier geben. Alles Mögliche. Ich weiß selber noch nicht genau, was uns antreffen wird, aber Stichwort türkisch Streetfood. Das wollen wir uns angucken. Ich hoffe, ich kann euch mit dem Video eine Freude bereiten. Kommentiert gerne. 50 Euro Gutschein ist wieder am Start. Irgendeinen Kommentar pinne ich an. Haut mir die Kommentare vor, lasst den Daumen oben blühen. Und jetzt, wenn wir in türkisch Streetfood Park reingehen, was ich schon mal sagen kann, Yaprak-Döner, Kokoreç, Muscheln, Tantuni, gedämpften Burger und vieles, vieles mehr erwartet uns jetzt im Foodcorn Park. Hier steckt ein Konzept hinter. Wir sind weg vom Familienrestaurant-Idee, sind hin zu türkisch Streetfood. Die wollten sozusagen türkisch Streetfood hier abbilden in einer Halle. Haben natürlich noch den Gesamtgedanken, haben auch einen Burger hier mit drin, um die breite Masse abzudecken. Haben hier aber auch Kokoreç, einen Yaprak-Döner, Muscheln und wir werden da gleich durchgehen. Der Grundgedanke bei der ganzen Geschichte ist gewesen, dass wir die originalen Geschmäcker der Straße in der Türkei hier in Hamburg für uns gewinnen wollten. Daher haben wir hier unseren Streetfood-Court mit 5 unterschiedlichen Betreibern und haben an der Stelle auch versucht, einfach die Geschmäcker so weit wie möglich zu streuen, damit jeder etwas für sich findet. Es gibt immer mal Leute, die sagen, oh, ich habe voll Bock auf einen Döner. Der andere kommt und sagt, oh, ich bin heute voll auf Burger drauf. Da muss man halt entweder zum Dönermann oder zum Burgermann. Deswegen haben wir hier unsere Spezialitäten gesplittet, aber alles halt in seiner Einzigartigkeit und in seiner Qualität in Hamburg absolut einmalig. Wir haben ja 5 Betreiber, richtig. Alle haben sich beworben. Richtig. Und da habt ihr Ausschussverfahren und ihr habt die Elite ausgewählt, kann man so sagen. Ne? So sieht's aus. Wir wussten halt, was wir am Ende da haben wollten und haben die richtigen Leute dafür gesucht und heute stehen wir hier. Okay, perfekt. Und das heißt, wir werden jetzt hier durchgehen und werden uns eine kulinarische Reise durch die türkische Küche mit einem leichten Tick, sag ich mal, Burger oder so noch mit bei, werden wir uns jetzt mal genehmigen. So machen wir das. Muscheln habe ich gesehen. Ne? Werden die speziell zubereitet oder kriege ich die jetzt einfach so? Oder? Wir kriegen die original aus der Türkei, aus Izmir geliefert. Es gibt ja in der Türkei eine einzige Fabrik, die ins Ausland exportieren darf. Original Muscheln aus Izmir, wie geil, Leute. Was es in Izmir auf der Straße zu essen gibt, das sind die Muscheln, die es hier bei uns gibt. Das heißt, wenn ich die Augen schieße und ganz tief dran glaube, sehe ich mich in Izmir irgendwo am Straßenstand. Wenn du hier ein bisschen hineinschnupperst, dann wirst du auch den Geruch vom Kokoreç ganz leicht bekommen. Das heißt, wir werden hier jetzt mit Muscheln starten und ein bisschen Kokoreç noch. Fetzen, ne? Richtig. Dann machen wir das. Ich habe vor dich hier Subscribe gemacht. Ja, geil, Mann. Das freut mich, das freut mich. Wusste gar nicht, ist er auch Türke? Ich bin Türke. Du bist Türke, ja. Du siehst deutscher aus als ich. Ja, geil. Bleibt frisch. Habt ihr Reis da drin? Ist da Reis? Werde ich direkt einmal so probieren, ja, die Muschel. Und die türkische Leute sagen, das ist in Türkei Sushi. Türkische Sushi? Ja, türkische Sushi. Werde ich mal direkt das türkische Sushi, werde ich mir mal genehmigen. Gerne, ja. Ja. Aber wir erwarten euch zum Probieren. Ja. Bitte, komm hier in Billigstedt, Hauptstraße 53. Das muss aber gut schmecken, sonst kommen die nicht, das muss ich denen sagen. Aber glaubst du mir, dass es richtig schmeckt? Ja, ich muss essen. Natürlich, dann sitz hier bitte und wir probieren zusammen. Ich habe jetzt inzwischen ja auch ein, zwei Mal öfter Muschel gegessen und jetzt werde ich mal direkt mir den hier genehmigen. Oh, lecker Schmecker. Mm. Sehr interessant, weil wir das mit dem Reis machen und dennoch mit der Zitrone. Das zum einen geht der Biss über. Du merkst gar nicht so dick den Unterschied zwischen Muschel und dem Reis. Und es ist nicht so aufdringlich muschelig. Du musst richtig aufpassen, weil das macht süchtig von den Menschen. Und das macht hier unten, habe ich auch gehört. Ja, kann sein. Warum nicht? Ahmed braucht auch. Du musst jetzt sofort, das zweite kommt jetzt. Oh. Aber nicht, dass wir beide gleich hinten verschwinden, weißt du? Warum nicht? Geil, sag ich. Ganz anders als ich vorher. Alle, die Angst haben vor diesem intensiven Muschelgeschmack, ist geil. Weil ihr habt, das ist so einfach so fleischig und nicht so intensiv fischig. Das ist auch wirklich gut. Ich würde ehrlich, wenn du jetzt an so Muscheln rangehst, würde ich eine, also mindestens 9 von 10 geben. Ich habe nicht genügend Muscheln gegessen, um einen Riesenvergleich zu geben. Aber es schmeckt einfach geil. Wie gesagt, gerade für die, die nicht gern so dieses ganz Fischige haben, kann man sehr, sehr gut geben. Oh, das freut mich. Mhm. Das freut uns auch. Ja, das freut mich auch. Dann lass uns doch mal Kokoreç probieren. Oh, sehr gerne. Das ist Fett, das ist Lamedaman. Ah.
das ist der einzige Halal in ganz Europa und ja, haben wir das Zertifikat. Das esse ich ja jetzt gleich, deshalb kann ich auch einmal anfassen. Ne? Guck mal, Leute, richtig dick Fett drin, ist das pures Fett da drin. Und das machst du jetzt knusprig, köstlich, schmöcklich mir auf den Grill. Wir jetzt zusammen. Wir zusammen? Natürlich. Ja, okay, komm, dann legen wir los. Also das muss schmecken, wenn das jetzt noch richtig gebraten wird, das Brot stimmt. Also das ist ja Prophezeit dafür, gut zu schmecken. Also sagt eben nochmal, Leute, da kann sich nicht jemand so gefühlt ranstellen, bam und macht alles richtig. Du brauchst den richtigen Zeitpunkt, du brauchst die richtige Technik. Habe jetzt auch ein paar Mal Kokoretsch gegessen und ich sage euch danach, ob es für mich meinen Geschmack trifft natürlich, ob es auf den Punkt getroffen ist. Bin ich sehr gespannt drauf, bin ich sehr gespannt, bockt mich jetzt schon hier die Tour. Hier kann man mit 3-4 Leuten hingehen, jeder kommt auf seine Kosten. Das finde ich an so einem Parks geil. Alles in einem Foodpark drin, auf dem Parkquadratmeter geil. Also, wir haben hier, Leute, wie ihr gesagt habt, nur das schöne Kokoretsch, ein weiches Brot, da drinnen schön Kokoretschi, scharfes Pulver noch aufgemacht. Wir legen los. Schöne Schärfe schon mal. Ich sag mal so, und man muss ja auch knallhart ehrlich sein. Für mich ist das Kokoretsch ein bisschen zu salzig und das Brot ist mir zu wuchtig. Also ich hätte für mich ein bisschen anderes Brot genommen und vielleicht doch noch Salat, weil für mich ist Kokoretsch so gewürzt, dass du ein bisschen mehr rein brauchst. Und das würzt dann den Salat mit, die Tomaten mit, dass du im Gesamtbild, weil es muss ja auch schmecken, wenn die Leute Salat aufnehmen und dann wäre es nämlich nicht salzig genug. Ich glaube, so essen nicht so viele das Kokoretsch, ne? Wenn du willst, gerne, kann ich zusammen probieren mit Tomaten und... Lass uns das nochmal machen. Er sagt mir gerade noch, sehr interessant, er hat extra noch Salz drauf gemacht. Jetzt ist die Frage, wenn mit Gemüse ist, ist es glaube ich gut so. Ohne Gemüse war es mir zu viel. Und nicht falsch verstehen, es war trotzdem völlig in Ordnung. Wir werden das Ganze nochmal im Gesamtbild mit Salat jetzt sehen. Jetzt kommt noch mal die türkische Variante quasi mit Tomaten. Peperoni haben die da drauf. Da habe ich richtig Bock jetzt drauf. Ich glaube, das ist genau der richtige Mix. 2 Monate hat das Ganze erst auf hier. Die haben hier auch so ein Konzept am Wochenende mit DJ und. Der Yaprak-Döner, 100% Scheibenfleisch. Schneiden da auch mit Messer. Wir werden jetzt unser Kokoretsch hier erst probieren. Gehen natürlich gleich auch noch zum Yaprak-Döner rüber. Und dann wird der gefürchtetste Döner-Tester Deutschlands euch natürlich da auch noch ein Feedback geben. Schon mal ein Blick auf den Burger. Was hast du, Achmed? Das sind diese nassen Burger? Ja, Mann. Die sind so gedämpft, weißt du? Ah. Die dämpft ihr, die Burger, ja? Auch mal was richtig Neues. Schön matschig denn. Schön, schön. Oh, geil. Weniger Salz drauf gemacht, einfach ganz logisch. Mit Tomaten und Peperoni. Ganz andere Weise. Ich sag mal so, Muscheln haben mich wirklich komplett vom Hocker gehauen. Ne? Aber Kokoretsch kann ich noch nicht ganz so warm werden. Ist natürlich überhaupt nicht verkehrt, aber kann ich nicht ganz so warm werden. Aber es ist immer Geschmackssache. Ne? Das ist absolut nicht falsch verstehen. Ja. Das ist mit Sicherheit ein Top-Produkt, aber die ich vorgegessen habe, die haben mir einfach besser geschmeckt, habe ich zu ihm gedacht. So, und das heißt nicht, dass, überhaupt nicht, dass das schlecht ist. Ne? Überhaupt nicht so. Frisch durch die Tomaten und die Peperoni, sehr intensiv ohne den Salat. Und die sind ja auch ganz neu hier. Manchmal muss man sich selber auch noch mal finden. So, ne? Ja, kann sein. Wir gucken uns den Burger erstmal an. Sehr gerne. Gucken wir hier schon mal über die Schulter. Das ist Bun. Ach, das ist Bun? Ja, ja. Na, was ist das denn für eine Soße, wo ihr das drin wälzt quasi? Tomatensauce. Das ist Tomatensauce einfach, okay. Wir haben halt einen relativ dünnen Patty, relativ dünnen Bun. Nicht gesmashed, aber auch nicht irgendwie normal. Da sind gespannt, wir wollen nicht nochmal sagen. Ich bin aber sehr gespannt. So, also eine Aussage muss ich zurücknehmen. Smash ist es nicht wirklich, aber es ist halt sehr dünn. Das kommt auch aus der Türkei wohl. Da ist die Variante wohl nicht ganz so doll getränkt in Soße. Das ist jetzt deren Variante, das Ganze anzubieten. Aber das Ganze, die Idee kommt wohl auch aus der Türkei. Er hat jetzt nochmal gefragt, man kann den auch mit Käse nehmen. Traditionell ist aber ohne. Und da das für mich sowieso wenig, sagen wir mal, mit einem richtigen Burger zu tun hat, werde ich es auch traditionell essen. Los geht's. Direkt die Soße erinnert so ein bisschen an Miracoli-Soße. Hey.
sehr interessant vom Geschmack. Überhaupt nicht, wie ich erwartet habe. Du hast halt einfach diesen, sag ich mal, Miracoli-Flavor, tomatensoßigen Flavor. Das Fleisch ist sehr, sag ich mal, körnig, pfefferlastig. Also sehr bissig im Geschmack, aber zugleich so ein bisschen dieses Feeling vom Burger von jemandem, der weiß, ich habe geiles Fleisch, ich möchte nicht überwürzen. Es war wie bei Tim Melzer, der macht kein Salz auf sein Fleisch, weil er weiß, er hat Top-Qualität. Das ist so eine Mischung, einfach special. Guck mal hier nochmal. Das Brot an sich von der Tomatensauce ist schon komplett durchtränkt. Das hat nichts mehr von irgendwie was Knackigen. Das ist natürlich einfach Matsch. Wer mich verfolgt bei Burgern, weiß, ich liebe matschige Burger, so generell das Bun. Trotzdem nicht damit zu vergleichen, überhaupt nicht. Das ist was ganz anderes. Also unter dem Aspekt, Leute, dass ich Essen liebe. Die Botschaft geht raus an alle, die Essen lieben. Das ist definitiv ein Erlebnis wert. Ich denke mir so, ich bin Deutscher, ich habe keine Ahnung von traditioneller türkischer Küche bzw. Seafood. Klar, ich gehe türkisch essen, aber das war's auch. Wenn man weiß so von den Leuten hier, das ist was, eine Art, wie in Türkei der Burger gerne gemacht wird. Und wer sich einfach dafür interessiert, auch absolut lohnenswert, den zu testen. Würde ich jetzt einfach mal so eine 8 von 10 Punkten geben. Nicht im Burger-Ranking, sondern einfach so, weil es lecker ist, mal geil zu essen. Boah, kann ich anders sagen. Nur da müsst ihr mit rechnen. Weiter geht's. Mega lecker. Ja. Hab ich nicht erwartet. Hat mich auch geflasht. Also ihr müsst Miracoli mögen, wenn ihr hier hingeht. Das sage ich euch schon mal. Nur vom Feeling wirklich ähnlich. Und jetzt werden wir den Japtak-Döner testen. Ich hoffe, der Kollege ist noch da. Ah, den Tantoni muss ich auch noch testen. Ich glaube, ich probiere schon mal. Tantoni probiere ich, glaube ich, aber auch noch. Auch so lobe ich mir das. Das soll ja ins Fleisch gehen und das soll den Geschmack bringen, nehme ich an. Genau so ist das auch. Speisen machen willst. Er wollte jetzt anfangen mit Lockner. Ich würde eigentlich das ganze Ding hier mitnehmen. Ja komm, dann nehmen wir, dann probieren wir es zumindest noch. Ahmed hat recht, manchmal hat Ahmed auch recht. So, was erwartet uns hier? Ein schöner Japrak-Döner, ne? Schöner Japrak-Döner, genau so ist das. Aha. Okay, was für Brot habt ihr? Was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist unsere eigene Spezialität von dem Bäcker. Ja. Für den Japrak-Döner, das passt am besten. Man hat es gerade nicht gesehen, aber unter der Kamera wollte Achmed meine Hand gerade greifen. Er hat sogar gehofft, noch was anderes zu greifen. Und was ist das, mein Lieber? Tomatenmark. Tomatenmark mit Butter. Mit Butter? Tomatenmark mit Butter, geil. Ich bin absoluter Fan von purem Joghurt, weil der nicht so übertönt den Geschmack, aber trotzdem unterstützt irgendwie. Sanft, ein guter Gegenspieler zum intensiven Fleisch mit intensiven Zutaten, finde ich geil. Du weißt, was mir gefällt. Die schönen, knackigen Peperoni noch, Verdauung fördern, die werde ich mir direkt mal eben einmal. Ist aber scharf, ne? Ist sehr scharf? Ist scharf. Ach. Auf diesen Anblick hau ich mir das Ding komplett rein. Nicht scharf, ist nicht scharf. Oder tust du noch die Kamera? Nein. Ein wirklicher Mann kennt keine Schärfe. Siehe Video Marokko Street Food. Da bin ich geschoben. Geil, danke. Freue mich maximal drauf. Hätte mir jemand so intensiv gesagt, wie geil es werden wird, wäre heute um 8 aufgestanden. Ich hätte wie ein kleines Kind nicht schlafen können. Das weiß ich gerade Geburtstag. Guck mal, so ein bisschen knallen die schon rein, die Peperoni. Aber alles im grünen Bereich. Wenn ich keinen Schluck aufkriege, Real Talk von mir, dann ist es nicht besonders scharf für mich. So, ihr Lieben. Oder wie ich sagen würde, wenn wir beide zusammensitzen würden, so, mein Lieber. Ein bisschen viel Joghurt, ne? Ja, ist da oben drauf. Von daher halb so wild, aber nehme ich erstmal so hin. Also erstmal, das Tomatenmark knallt jetzt nicht direkt rein, sag ich mal, sehr ausgewogener Döner. Du hast nicht irgendwie eine Zutat, die raussticht und auf einmal so Explosion und du hast auch nicht als Gesamtessen so dieses Bam-Geschmacksexplosion, was mir erstmal zugute kommt, weil das ist meistens dann irgendwie Geschmacksverstärkerbombe, künstlich bis hier. Das ist erstmal dezent. Der Chef sagte direkt zu mir, dass es Steakfleisch ist, sagt das bloß nicht Charo, der dreht durch, wenn er Steakfleisch hört. Ein Steakfleischdinner richtig gut hinzukriegen, kenne ich nur aus Bonn von Sefferbeef. Der hatte auch einmal, wo ich nicht ganz zufrieden war an dem Tag, also da musst du wirklich einen guten Tag erwischen. Für mich ist schwierig, Leute. Ist ein leckerer Döner, aber mehr auch nicht. So, um das so zu sagen, mehr auch nicht. Sticht nichts wirklich raus, kann man gut geben. Anscheinend bessere Fleischqualität als die meisten anderen. Also, anders kann ich nicht sagen. Ich würde eine 7 geben. Hauen wir nochmal Tantoni rein. Achmed hat mich überredet, wir müssen alles zumindest einmal getestet haben. Jetzt kommt nochmal unser Tantoni.
einen Tantuni gegessen, der mir persönlich richtig gut geschmeckt hat. Ich habe privat schon Tantuni gegessen öfter mal, aber noch nie so die Keule gehabt, so bam. Und auch der, würde ich sagen, so für mich, von meiner Nerven, ist okay, würde ich jetzt einfach mal so bezeichnen. Ich muss es einfach so sagen, ne? Ich wollte es erst raussetzen aus dem Video, aber das ist alles immer Geschmackssache und nur mein privates Erlebnis. Für mich ist dieses Brot zu präsent bei diesem Gericht. Ist, wie gesagt, okay, kann man sich geben, aber das Brot ist für mich ein bisschen zu, ja, zu offensiv. Und Fleisch ist jetzt auch nicht so 100% meins. Aber das ist, wie gesagt, die Halle boomt, die Leute feiern das Essen, das muss man dazu sagen. So wird es mit Sicherheit sehr viele Leute geben, die das hier feiern. Das ist okay. Brot schwingt zu doll mit. Das nimmt komplett die Intensität von dem Gericht. Es ist nicht intensiv genug. Ja, Fleisch, vielleicht schlechten Tag erwischt, aber ist auch nicht hundertprozentig meins. Was sagst du auch mit? Ist lecker. Ich würde das Brot ein bisschen dünner, ein bisschen kleiner und das Fleisch ein bisschen mehr braten. So, mein Lieber, wir hätten jetzt so gesagt, ist auf jeden Fall okay, aber das Fleisch hätten wir ein bisschen mehr angebraten. So ein bisschen Kräuter, ein bisschen mehr Rumpf rein, okay. Und dann wäre es deutlich besser. Und wir hätten gesagt, das Brot vielleicht eine Schicht weniger, weil es war so viel Brot im Vergleich, okay, zu dem Rest. So. Aber wie gesagt, völlig okay. Danke dir, ne? Danke. Tantuni durch. Jetzt wird auch Lok mal gesnackt. Ab zum Dessert. Also jetzt gibt es noch Lokma, sind gefüllt mit einer Schokofüllung. Dann haben wir Erdbeeren, Kiwi, Raffaello oben Eis drauf. Ja, und noch jeweils eine Schokosauce und Karamellsauce. An und für sich Baba Gegenspieler, finde ich dieses Süße mit der Frische von Früchten. Das ist dieses Kaugummi-Eis quasi. Es ist schon mal schmeckt gut. Einfach Geschmack, alles andere ausgeklammert. Jetzt Lokma. Ich merke einfach, wie flüssiges Nutella da drin reingekommen. Wenn das nicht sogar Nutella ist, irgendwie warm gehalten, ich weiß es nicht. Ich habe so gehofft, dass nochmal was richtig Geiles jetzt kommt. Direkt das Eis rein, die Frische dazu, wisst ihr. Da muss ich nochmal direkt Eis direkt rein mit Lokma. Schönes Eis, Lokma. Richtig schön knackig, das knuspert. Diese Schokofüllung da drin mit dem Eis, genial. Muss ich noch einmal eine dicke Ladung Eis mit Lokma hier. Boah, das ist so zäh. Soll ja so sein, ne? Also für mich persönlich wäre perfekt gewesen, einfach Lokma mit Eis. Die Früchte sind nice drauf, bin ich aber nicht in der Stimmung gerade. Oder wie die englischen Spezialisten, glaube ich, sagen würde, nicht so in den Mut. Wirklich lecker. Klingt eine 8 von 10 von mir. Optimaler Nachtisch. So Leute, Abschlussstatement von mir zu Foodcorn Park. Ich finde, kann man sich absolut geben. Ist für jeden was dabei. Ihr habt gesehen, halt teilweise, ich wurde jetzt nicht überwältigt von meinem Geschmack. Aber es war nichts dabei, was irgendwie scheiße geschmeckt hat oder so, ne? Ein, zwei Sachen haben mich auch richtig überzeugt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir eure Meinung zu dem Video am Start in den Kommentaren. Denkt dran, 50€ Gutschein und unbedingt den Daumen glühen lassen. Den Daumen oben, der muss richtig knallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.